Ich habe mehrfach den Gong betätigt und der Raum sieht ja auch schon sehr gut gefüllt aus. Ich gucke trotzdem noch mal zu den Geschäftsführern, ob wir bereit sind, in die Abstimmung einzutreten. Das sieht gut aus. Dann beginnen wir mal mit dem, was wir uns dann für heute Abend noch vorgenommen haben. Als erstes rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 60. Das ist der Antrag von CDU und den Grünen, gute Sicherheitskennzahlen durch zielgerichtete Investitionen, klare Prioritäten in der Sicherheitspolitik in Pandemiezeiten, Nummer 5278. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das sind CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die fraktionslose Abgeordnete, die FDP, die SPD und die Linke. Wer enthält sich? Das ist der fraktionslose Abgeordnete. Damit ist dieser Antrag angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 80, über den wir gerade ausführlich diskutiert haben. Da geht es um den Bericht nach 99. LHO über die Evaluation des Derivate-Einsatzdrucks Sache 5180. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Wer enthält sich? Das ist die FDP, die SPD und die Linke. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 81 haben wir auch gerade beraten, Bericht Landesschuldenausschuss, Drucksache 5181. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist AfD, FDP, der fraktionslose Abgeordnete, CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und die Linke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 82, Bericht des Landesschuldenausschusses, immer noch über die Schulden im Haushaltsjahr 2019, Drucksache 5182. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist AfD, FDP, beide Fraktionslosen, CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und die Linke. Wenn ich richtig aufgezählt habe, brauche ich nicht weiter nachfragen. Das war ein einstimmiger Beschluss, einstimmige Zustimmung zu dieser Beschlussempfehlung. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 83. Das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, die Drucksache 5118. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, FDP, der fraktionslose CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und die Linke. Wer ist dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Für Enthaltungen bleibt kein Raum. Diese Beschlussempfehlung ist also angenommen. Tagesordnungspunkt 63, das ist der Antrag von der AfD zu Wohlstand und soziale Marktwirtschaft erhalten. Drucksache 5059. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind FDP, der fraktionslose CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und die Linke. Wer ist dagegen? Die AfD und die fraktionslose. Enthaltung kann es keine geben. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 64, Antrag der SPD, Mieterhöhungen bei der Nassauischen Heimstätte, Drucksache 5060. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist AfD, FDP, die beiden Fraktionslosen, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? SPD und die Linken. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 65, Antrag der Linken zu Mieterhöhung bei der Nassauischen, Drucksache 5061. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? AfD, FDP, die Fraktionslosen, CDU, die Grünen. Wer ist dagegen? SPD und die Linke. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 66. Entschließungsantrag von CDU und Grünen in bezahlbaren Wohnraum sichern, Drucksache 5062. Wer stimmt dieser Empfehlung zu?
Das ist CDU, der fraktionslose Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Linke, SPD und die fraktionslose. Wer enthält sich? AfD und FDP. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 67, Antrag der AfD zu Beschulungsform für Hessen im Pandemiezustand, Drucksache 20/63. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist FDP, CDU, der Fraktionslose, die Grünen, SPD und die Linke. Wer ist dagegen? AfD und die Fraktionslose. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 68, Antrag der AfD zur Sitzverteilung des 18. Hessischen Landtags, Drucksache 20/69. Wer zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. FDP, der Fraktionslose, CDU, die Grünen, SPD und die Linke. Wer ist dagegen? AfD und die Fraktionslose. Damit ist die Empfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 69, Entschließungsantrag von CDU und den Grünen zu UN-AIDS 95-95-95, Drucksache 20/72. Wer stimmt zu? Das ist die CDU, der Fraktionslose, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Fraktionslose. Wer enthält sich? Die Linken, SPD, FDP und AfD. Damit ist die Empfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 70. Von der Fraktion der SPD zum hessischen Impfgipfel einzuberufen, Drucksache 20/77. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist AfD, CDU, die Fraktionslose, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linke, SPD, der Fraktionslose. Wer enthält sich? Die FDP. Damit ist die Empfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 71. Der Linken zu Corona in der Arbeitswelt, Drucksache 20/78. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? AfD, FDP, CDU, die beiden Fraktionslosen, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linken. Wer enthält sich? Die SPD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 72, Antrag der SPD zu Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen, Drucksache 20/79. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, der Fraktionslose, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linke, SPD und FDP und AfD. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 73, Antrag der SPD zu Kontaktbeschränkungen für Kinder lockern, Drucksache 20/80. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? AfD, die Fraktionslose, CDU, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linken, SPD, FDP und der Fraktionslose. Enthaltungen gibt es keine mehr. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 74 der Freien Demokraten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Hessen, Drucksache 20/81. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? AfD, CDU, die beiden Fraktionslosen, die Grünen. Wer ist dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? Die Linken und die SPD. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 75, Antrag der Freien Demokraten zur Coronavirus-Impfverordnung, Drucksache 20/82. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? AfD, die Fraktionslosen, CDU, die Grünen und die Linken. Wer ist dagegen? Die SPD und die FDP. Enthaltungen können wir nicht mehr haben. Dieser Beschlussempfehlung ist zugestimmt worden. Tagesordnungspunkt 76 von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Homeoffice als Bestandteil des Kampfes gegen die Pandemie, Drucksache 20/83. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linken, die FDP, die AfD und die Fraktionslose. Wer enthält sich?
die SPD und der Fraktionslose. Damit ist der Beschlussempfehlung zugestimmt worden. Tagesordnungspunkt 77, Antrag der Freien Demokraten zum mobilen Arbeiten als Chance, 5084. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die FDP. Wer enthält sich? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Und wenn ich richtig geblättert habe, bin ich auf der letzten Seite. Antrag der Landesregierung zur Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2019, Drucksache 5178. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Der Rest des Hauses. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende des heutigen Plenartages angelangt. Ich bin ganz überrascht. Es ist noch hell draußen. So machen wir das dann demnächst weiter. Ich wünsche einen schönen Abend, und wir sehen uns alle morgen früh wieder. Wo steht es? Entschuldigen Sie, Frau Strauß-Zielbauer macht mich noch darauf aufmerksam, dass in 30 Minuten der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss hier im Plenarsaal zusammenkommt. Dann weise ich Sie auch noch einmal hin, dass wir uns alle bis um 21 Uhr hier im Haus im Foyer noch testen lassen dürfen. So, aber jetzt schönen Abend.